Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zum nächsten Teil. Ich habe vergessen, wie viel das jetzt ist. Ich glaube, das ist Teil 6 unserer Einsteigerreihe für Star Citizen. Für alle die, die noch unentschlossen sind oder sich das Spiel schon geholt haben und nicht so richtig wissen, was sie alles machen können. Denn genau darum wird es heute gehen. Ich habe mir also Star Citizen gekauft. Ich habe das Spiel heruntergeladen. Es funktioniert hardware-seitig wunderbar. Und ich frage mich nun also, was kann ich eigentlich tun? Abgesehen davon, die Kamera richtig einzustellen. So, warte mal. So. Ja, ich bin ja gerade auf der Grimhex. Und ich will euch so einen kleinen Eindruck heute mal geben, in einer Art Crashkurs, was ihr machen könnt, was ihr machen solltet, will ich eigentlich gar nicht sagen, weil das Beste, was ihr machen könnt, ist grundsätzlich erstmal einfach alles auszuprobieren, denn das ist eine Alpha und der Sinn der Alpha ist halt, ja, alles auszuprobieren, alles zu machen, zu gucken, was geht nicht. Und, oh, es ruckelt gerade so ein bisschen hier. Naja, also ich will euch erstmal was zeigen auf der Grimhex, was die Grimhex ist, wo die Grimhex ist, zeige ich euch auch gleich. Wir sind hier unten, ihr werdet gleich sehen, wie ihr hier runterkommt, nämlich wenn ihr auf der Grimhex landet, dann kommt ihr da oben raus, da wo der Lüfter ist ungefähr, auf der Ebene. Und ihr könnt dann hier runterfahren. Warum sollte man das tun? Nun ja, hier unten kann man einkaufen. Da gibt es schon ein paar Folgen, die habe ich euch schon gezeigt. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen zurückschauen. Und wenn ihr dann diesen Weg hier lang geht, dann könnt ihr hier eure gekauften Sachen verkaufen. Und das ist halt das Erste, was ihr machen könnt, wenn ihr Frachtraum habt. Die meisten Schiffe haben einen Frachtraum. Das heißt, ihr könnt irgendwo auf einem Mond oder auf einer Station Waren kaufen und diese dann verkaufen. Wichtig, an diesen Konsolen, also wenn ihr reinkommt, links, an diesen beiden Konsolen könnt ihr eure normalen Waren verkaufen. Wenn ihr gemeinert habt, dann braucht ihr diese beiden Konsolen. Ich finde es schade, dass die optisch sich nicht unterscheiden, dass man es nicht wirklich sieht, aber man stellt es fest, sobald man sie anklickt. Und dann geht er halt quasi einfach nur hier ran, ne, F gedrückt halten und dann könnt ihr hier entsprechend von euren Schiffen euren Kram verkaufen. Oder auch einkaufen, ne? Also kaufen geht hier genauso, buy and sell. So, das wäre also das Erste. Warum sollte man traden? Was hat das für einen Sinn? Na, zunächst mal könnt ihr einfach feststellen, wie das funktioniert, ne? Wie das aussieht in eurem Schiff, wenn es voll beladen ist, wie es sich fliegt, wenn es voll beladen ist und ja, ihr könnt damit auch Kohle verdienen. So, ihr könnt auch noch hier lang gehen, hier gibt es noch eine schöne Bar, könnt ihr euch alles mal hier in Ruhe angucken. Ich will das gar nicht durchguiden, einfach mal auf die Grimhex fliegen, ich zeige euch gleich, wie das geht und einfach mal alles angucken, ein bisschen Spaß haben. Ihr könnt auch einkaufen, wie gesagt, Shopping machen, Waffen kaufen, Klamotten kaufen, hin und her. Und mit dem nächsten Patch, der 3.2.1, habt ihr dann sogar in diesem Shopping-Terminal die Anzeigen, also quasi Bilder von den Dingen, die ihr da kaufen könnt. So. Männchen. Ah ja. Übrigens, bei mir sind gerade Schiffe ein bisschen buggy. Ich habe auch gerade keine Lust, die irgendwie im Store wieder zurückzutauschen und neu zu kaufen. Also deswegen muss ich es leider jetzt so lassen. Guck mal, sieht aus wie Darth Vader, ne? Der Helm. die haben gerade keine Türen und Fenster und so weiter. Also doch, Fenster haben sie, aber keine Türen. Ich hoffe mal, dass das Schiff jetzt hier einfach mal Sachen hat. Gucken wir mal. Okay. Was wollte ich sagen? Genau, also Trading. Trading könnt ihr machen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel keine Lust habt auf Trading oder ihr habt schon Trading gemacht und jetzt schaut ihr voll oder ihr habt einfach keinen Fachtraum und könnt eh nicht traden, dann gäbe es dann noch das Thema Quests machen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Quests. Das ist so ein bisschen, ja, zufällig, welche man da gerade bekommt. Aber die funktionieren jetzt in der 3.2 deutlich besser als vorher. Und ich würde sagen, ich zeige euch das auch mal ganz fix. Und ihr seht schon die Grimhex. Ich mache das hier so ein bisschen, ne, für die Einsteiger. Ich denke mal, die anderen kennen das eh alle. Die Grimhex ist so eine Station, die ist in einem Asteroidenfeld. Das heißt, die ist eigentlich ein Asteroid, ja, der angebohrt wurde, wo reingebaut wurde. Und insofern ist das keine normale Station, sondern wirklich eine richtige Asteroidenstation. So, ist denn hier, haben wir da Türen? Ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. So, und ihr seht auch, sieht man das von hier aus? Ne, sieht man leider nicht. Also die Grimhex ist eine Station, die sich gar nicht so leicht finden lässt, wenn man das Spiel überhaupt nicht kennt. Die ist nämlich im Asteroidengürtel von Yela. So, und um die Grimhex zu finden, müsst ihr also erstmal nach Yela springen. Und dann
im Asteroidenfeld quasi nach der Grimhack suchen. Über die Star Map oder wenn ihr normal B drückt. Und dann könnt ihr sie auch direkt anjumpen. So, ich mach mal Start hier. Was haben wir eigentlich heute für eine Performance? Würde mich mal interessieren. Ja, das ist doch ganz okay. So. Und da habt ihr hinten Yela im Hintergrund. Ah, sieht das schön aus. Ich liebe diese Asteroidenfelder. Es sieht einfach aus wie so ein klobiger Asteroidenbereich, aber in Wahrheit ist es halt ein riesiger Ring. Ne? Das ist schon immer wieder krass, das einfach so zu sehen. Sich das vorzustellen, dass das ganze Ding einfach nur ein Ring ist, der um den ganzen Mond herum ist und der ist auch wirklich physisch da. Also es ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Bild von irgendwas, sondern es ist halt einfach fucking wirklich da. Ich kann durch den ganzen Asteroidengürtel fliegen. Das ist schon geil. So. Auf jeden Fall, also Grimhexen habt ihr gesehen, da hinten dieses etwas dickere Asteroiden-Abteil, sag ich jetzt mal, und in der Mitte halt die Grimhex, die ist dann mit den anderen Asteroiden so verbunden. Grimhex heißt übrigens irgendwie Green Imperial irgendwas, also das ist halt quasi eine andere Fraktion, wenn ihr so wollt. Huch, hab ich irgendwelche Schäden drauf? Das sah gerade so aus. Nee, sieht bloß so aus, ne, durch die Textur. So. Okay, jetzt tun wir mal so, als wären wir jetzt nicht von der Grimhack losgeflogen, sondern von Port Olisar, ist ja jetzt auch egal. Was könnt ihr tun? Also, ihr könnt zum Beispiel F1 drücken, dann geht euer Mobiglas auf, ne? Bei manchen Helmen wird es hier unten noch so ein bisschen verdeckt, das müssen sie nochmal fixen, aber es ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall könnt ihr hier den ganz rechten Punkt auswählen. Und hier gibt's, also das ist quasi der Contracts Manager. Und da habt ihr hier General und Personal. Aktuell habe ich ja keine, das scheint ein Bug zu sein. Aktuell, dass sehr, sehr wenige Missionen da sind. Kann aber auch Zufall sein. Also früher hatte man da wesentlich mehr. Irgendwie, ich bin mir nicht sicher, warum das irgendwie weg ist, aber egal. Auf jeden Fall könnt ihr hierüber Missionen annehmen. Könnt ihr euch hier eine aussuchen und dann wird die auch verfolgt. Dann gibt es die Star Map. Die könnt ihr so öffnen hier, auch über F1 und hier unten drauf. Oder ihr klickt einfach direkt auf F2. Warte. F2. Wenn es dann nicht backen würde, dann würde auch direkt die Star Map aufgehen. Er ist halt nicht nett zu mir. Er ist halt wirklich nicht nett zu mir, tut mir leid. Normalerweise geht dann hier dann die Star Map auf und da könnt ihr hier mit Mausrad und so weiter rumgucken und euch die Position aussuchen. Glücklicherweise können wir das Ding umgehen, weil ich, ganz ehrlich, die Star Map ist echt scheiße. Ich finde die echt richtig, richtig schlecht gemacht. Das muss ich noch an der Stelle nochmal anmerken, weil die ist einfach so, ich weiß nicht, die ist einfach schlecht. Ich kann es nicht erklären. Ich hätte ja gerne eine ordentliche Map, aber die ist so, da musst du quasi instant scrollen. Und ich hasse es, wenn ich scrollen muss. So, egal, warte mal, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Ich muss die mal irgendwie angleichen. Das mache ich mal die Tage. Das nervt nämlich. So. Das ist so ein bisschen wie bei den Webseiten, weißt du? Irgendwie haben sie alle Webseiten jetzt von allen möglichen, also sogar Amazon und so weiter, umgestellt auf Mobile. So, und da hast du jetzt das Problem, auch die, ich weiß nicht, bei Robert Space Industries, da geht's noch. Die WoW-Hauptseite ist die Grütze überhaupt, weil da kommt man auf die glorreiche Idee, okay, wir haben eine Website und wir wollen die jetzt auf Mobile optimieren, also für Handys und Tablets. Was ist denn mit dem normalen Desktop-User? Ja, der hat jetzt ein Riesenproblem, weil ich gehe jetzt auf die Seite und da muss ich erstmal 3 Milliarden Stunden lang scrollen, weil die Bildchen sind so riesig, dass ich sie mit der Faust antippen kann, wenn ich es Touch hätte. Weiß nicht, warum sie das machen. Egal, anderes Thema. Wir können das Thema mit der Star Map hier einfach umgehen, wenn die rumbackt oder wenn ihr darauf keinen Bock habt, so wie ich. Ihr drückt einfach nur auf B. So. Und dann seht ihr hier schon, hui, ganz, ganz viele Pünktchen und so weiter. Ich wünsche mir übrigens für den nächsten Patch, dass ich mit der Alt-Gedrückt-Taste und dem Moven der Maus die Dinge hier auch sehe, was das ist. Das wäre ein riesengroßer, toller Fortschritt. Auf jeden Fall, die Grünen können wir anjumpen, die Orangen haben irgendwas davor oder dahinter, also die gehen halt nicht. Und das sind im Prinzip alle erreichbaren Punkte. Zum Beispiel kann ich hier den OM2-Punkt nehmen. Der OM2 oder OM1 und so weiter, das sind einfach nur Standardpunkte, die um einen Mond herum sind. Die haben früher den Sinn gehabt, vor der 3.2, dass man um den Mond herum fliegen kann. Das geht jetzt auch anders, aber sie sind bestehen geblieben, einfach aus dem Grund, weil es angenehm ist, mal schnell die Seite zu wechseln und nicht irgendwie so nah an den Mond ranzufliegen. So, die können wir also ganz normal einfach anjumpen oder an Quantum Driven, wie auch immer ihr das sagen wollt.
Und da kommen wir quasi auf 90 Grad weiter beim Asteroidengürtel raus. Und das ist schon ziemlich nice. So, die andere Möglichkeit wäre dann... Seht ihr, die Punkte sind noch, immer noch da. Was ist das da? Das ist Daymar. So, das heißt, wir können also direkt Daymar anspringen. Wir müssen nicht erst irgendwie einen Kurs setzen oder so. Das wird später nötig sein, Kurs setzen, wenn wir weitere Sprünge machen. Aber ich glaube, innerhalb des Systems werden sie das ungefähr so hier belassen. Das heißt, wir können jetzt also direkt nach Daymar springen. Mach ich mal. Dann verlassen wir nämlich den Umkreis von Yela und lassen auch Yela weit hinter uns. So, und um auch nochmal das Thema anzusprechen, nein, das hier sind keine indirekten Loading-Screens. Auch wenn es vielleicht einen Eindruck erweckt, das könnte so eine Art Loading-Screen sein, ist es nicht. Faktisch ist es so, dass hier nichts geladen wird. Es wird halt quasi, wird immer irgendwas geladen, wird da direkt reingestreamt quasi. Aber ihr könnt halt auch einfach richtig hinfliegen. Es dauert natürlich ultra lange. Könnt ihr ausrechnen, wie lang, ne? Die Entfernung seht ihr ja und die Höchstgeschwindigkeit von eurem Schiff kennt ihr auch. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lange ihr da braucht. Aber ihr könnt auch zu jedem Punkt manuell hinfliegen. Ne? Das geht. Das ist der Unterschied zu den meisten anderen... Huch. Was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich... Naja, egal. Das ist der Unterschied zu den meisten anderen Raumschiff- und Weltraumspielen, dass man halt immer... Ja, nur so bis zu einem bestimmten Punkt fliegen kann und dann kommt entweder eine Animation oder ein Loading-Screen oder irgendwas anderes. Das haben wir in Star Citizen nicht und das ist halt auch eigentlich das mega coole, dass wir frei fliegen können. Richtig frei fliegen können. So. Ja, hier ist alles ein bisschen verwurschtelt, deswegen ist jetzt in dem Moment, das wollte ich auch noch mal zeigen, ist dieses B drücken und ich suche mir dann meinen Punkt aus, problematisch. Ihr seht warum. Ich bin jetzt hier weit weg vom Schuss. Und wenn ich jetzt, sag mal, ich will jetzt nach Yela, was mache ich denn da? Okay, das geht hier. Ja. Aber gerade wenn ihr zum Beispiel auf Delamar seid, den kann ich jetzt hier zum Beispiel kann ich jetzt gar nicht anwählen. Dazu muss ich, oder kann ich ihn anwählen? Ich glaube nicht, ne? Com Array, Moment. Port Odysseus, okay. Nee, Delamar kann ich gar nicht anwählen. Das heißt, wenn ihr dort seid und wollt dann zurückfliegen, könnt ihr quasi gar nicht richtig auswählen, wohin ihr wollt. Dann müsst ihr dann die Star Map benutzen. So, aber ist nicht so schlimm. Ich fliege jetzt nochmal nach Celine, wollte ich eigentlich. Das ist da hinten. Und ihr seht also, wir können hier diverse Dinge ansteuern. Warte mal, wo ist denn Celine? Da hinten, ah, okay. Dann nehmen wir jetzt Crusader. Na, macht er nicht? Ist irgendwie obstructed, kann das sein? Dann nehmen wir halt Port Odysseus. Oder beziehungsweise brauchen wir nicht, wir können auch einfach dahin fliegen. Also ihr habt insgesamt vier Monde aktuell, die ihr ansteuern könnt. Wobei einer davon ist ein bisschen getrickst, das ist der ganz weit weg, das ist Delamar. Der gehört eigentlich gar nicht dazu. Den haben sie reingewuschelt, wahrscheinlich um Levski mal zu testen oder so. Der Sound ist laut, oder? Kann das sein? Haben die wieder irgendwas umgestellt? Ich habe nichts umgestellt. Das wundert mich aber. Naja, auf jeden Fall faktisch vier Monde, aber in Wahrheit sind es nur drei, die halt am Ende dann hier übrig bleiben sozusagen. Die könnt ihr ansteuern, könnt ihr euch angucken und ihr könnt die eben auch komplett euch reinziehen. Also da gibt es keine Einschränkungen. Wo ist denn jetzt wieder Celine hin? Nicht doof? Achso, Celine, ne? Cryastro Service ist, wenn ihr euch reparieren müsst oder Munition aufladen müsst oder tanken müsst, das wäre dort. Einfach nur hinfliegen. Und was haben wir hier? Com Array. Ne, da wollte ich auch nicht hin. Ich würde gerne nach Celine. Celine ist so ein bisschen wie der Erdmond, ne? Die meisten kennen den ja schon. Also nicht den Erdmond, sondern Celine. Und da fliegen wir erstmal hin. Es gibt halt auch dann ultra viele Missionen, werdet ihr dann sehen, was ihr alles machen könnt. Ihr könnt also verschiedene Sachen, Kampfmissionen, es gibt Escort-Missionen, es gibt Missionen, wo ihr einen Wrack bergen müsst oder die vermisste Crew finden müsst und irgendwie Loot holen müsst, irgendeine Blackbox oder was, ne, so Zeug. Oder eben auch irgendein Warenpaket von Port Odysseus nach, weiß ich nicht, irgendwo hinbringen. Gibt halt alles. So. Warte mal, wir kürzen mal ein bisschen ab, weil das würde jetzt ein bisschen lange dauern, da hinzufliegen.
Aber wir, oder wollen wir das machen? Nee, komm, wir machen es nochmal. Ist schon lange her, dass wir das mal gemacht haben. Ihr könnt halt wirklich einfach zum Mond hinfliegen. Und auch wenn Hurston dann mit 3.3 rauskommt, dieser riesige Planet. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn Hurston dann draußen ist, ich weiß, dauert noch ein bisschen. Wollen wir dann mal eine richtige Planetenerkundungstour machen, die dann durchaus auch mal ein paar mehr Folgen dauert? Weil das Ding ist, ich weiß nicht genau, aber mindestens viermal so groß wie jeder, wahrscheinlich sechsmal so groß. Wollt ihr sowas? Wollt ihr so eine richtige Planetenerkundungstour? Weil ich habe ja dieses schwebende Bike. Da können wir theoretisch mal da ein bisschen durch die Wälder und über die Flüsse und über die Berge fliegen, so. Weiß ich nicht. Ich hab darauf Bock. Also ich hätte Bock drauf. Ich würde es auf jeden Fall sowieso für mich selber machen, aber vielleicht nehme ich es auch auf. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil dann kann ich schon mal so ein paar Sachen vorbereiten, weil ich meine, den ganzen Planeten ist quasi, also das wären 100 Folgen wahrscheinlich, da wirklich jeden Millimeter sich anzugucken. Aber mal so über bestimmte Dinge drüber fliegen und sich einfach mal ein bisschen anzugucken, in welche Richtung das Ganze geht, weil wir haben ja dann wirklich Biome. Und wenn die neuen Monde kommen, die haben ja auch Biome. Das sind dann nicht solche nackten Monde wie jetzt hier. Ne, die Crusader-Monde sind relativ nackt. Gut, Daymar ist leicht bewachsen. Jela hat ein bisschen Eis, okay, aber es ist auch nicht geil. Aber die Hurston-Monde, also ich habe jetzt leider nicht mehr alle Bilder im Kopf, aber da sind diverse Monde dabei, wo wohl auch Viecher unterwegs sein werden. Ja? Also die sind nicht unbewohnt, die sind auch nicht nackig, da sind Wälder drauf teilweise. Und da haben sie auch schon gesagt, dass die Monde dann dort ihre eigenen Biome haben. Für den, der nicht weiß, was ich damit meine, das heißt im Prinzip so wie in Minecraft. Ne, da gibt es ja auch Biome. Da gibt es halt das Dschungelbiom und da gibt es das Wüstenbiom und da gibt es, weiß ich nicht, ne, so solche Biome haben die dann. Und Hurston wird wahrscheinlich mehrere haben, weil es ja so ein Riesenplanet ist. So. Übrigens, das wurde ich gefragt und das stimmt auch. Sie haben bei den Monden, einfach um die Performance ein bisschen zu pushen, ihr seht es auch, es sieht so ein bisschen unscharf aus jetzt. Sie haben da ein bisschen runtergedreht. Keine Sorge an der Stelle, das ist kein Dauerzustand. Ne? Das haben sie nur jetzt vorübergehend gemacht, weil die Leute sich sehr, sehr beschwert haben über die Performance. Und sind wir mal ehrlich, ich brauche jetzt in der Alpha keine High-Res-Texturen, wenn ich noch nicht mehr da bin. Das baut sich dann alles, ihr werdet es gleich sehen, so ein bisschen auf. Und dann sieht es wieder so aus wie vorher. Nur, ne, ihr seht es, zack, dann wurschtelt es so kurz und dann ist es ein bisschen schärfer und das wird immer schärfer und schärfer und schärfer. Das kommt später wieder rein. Ne? Sie haben halt aktuell noch Probleme aufgrund fehlender Performance-Systeme, die einfach noch nicht da sind, dass sie das wirklich dauerhaft auf gute FPS halten können mit allen Details. Das kommt aber wieder. Also da keine Sorge haben, das ist kein Grafik-Downgrade. So. Geh mal hier rein. Und ihr seht, es wird halt... Sie haben es ganz gut hinbekommen eigentlich, ne? Es wird schärfer und detailreicher, ohne dass man das Gefühl hat, dass es immer so komisch aufploppt. Okay, jetzt mal kurz, ne? Aber auch zwischendurch, das haben sie echt gut hinbekommen. Ich hatte übrigens mal keine Radio an, weil ich mal ein bisschen quatschen wollte mit euch über die verschiedenen Sachen. So, ruckel. So, und das sieht ja schon wesentlich besser aus. Wenn ich jetzt noch näher rangehe, dann kommen auch die Steinchen wieder, die kleinen, süßen. Und dann könnte man hier auch eben minern. Das könnt ihr eben auch tun, ne? Mining haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Das lohnt sich eigentlich immer. Auch wenn ich ein paar Kommentare bekommen habe, dass einige so ein bisschen es schade finden, dass man nur irgendwie so ein oder zwei Steine minern kann. Ja, okay. Es ist halt die erste Iteration. Ne, das ist quasi Tier 0, wenn ihr so wollt, von Mining. Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass das ein richtig geiles Mining-Gefühl ist. Es ist schon, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Ist aber natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. So, und dann könnt ihr halt auch beliebig überall landen. Auch das geht auf Hurston, auf diesem riesigen Planeten. Der ist komplett frei beflieg- und begehbar. Da gibt es keine Loading-Screens, keine, weiß ich nicht, irgendwas. Da könnt einfach drauf los, ne? So, hui, das war ein bisschen hart. Es ist wieder die Musik so. Ach, ich muss das wirklich mal fixen. Tut mir leid. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. So. Runter mit dir. Ja, und, ja, also wie gesagt.
um es mal so ein bisschen grob zusammenzufassen, ihr könnt minern, ihr könnt handeln, ihr könnt, und ja, ich sage weiterhin minern, weil die deutsche Übersetzung, ich meine, ich bin jemand, wenn ich es deutsch übersetzen kann, mache ich es. Wenn, ich weiß nicht, einige sagen immer, Englisch, 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 muss halt voll cool klingen oder so, keine Ahnung. Ich mag das nicht so. Ich mache ein deutsches Let's Play, deswegen versuche ich auch deutsch zu reden, aber die Übersetzung von mining ist halt Erz abbauen gehen. Und ich habe einfach keine Lust, immer zu sagen, Erz abbauen gehen, ich jetzt tue oder so. Ich sage halt lieber, komm, wir minern jetzt mal eine Runde. Ich glaube, das ist okay. Ne? Aber wie gesagt, egal. Also ihr könnt Mining machen, ihr könnt handeln mit Waren, ihr könnt Quests machen. Bei Quests gibt es keine deutsche Übersetzung übrigens, glaube ich. Oder? Weiß nicht genau. Ihr könnt PvP machen, also ihr könnt gegen andere Spieler einfach ein bisschen kämpfen. Einen auf Pirat machen, kriegt ihr hier dann rechts oben, wie ich auch habe, diesen Crime-Stat, ne? Hier oben das da. Und den könnt ihr auf der Cry-Astro-Station, so heißt die. Vielleicht kann ich es euch nochmal zeigen. Die ist nämlich gleich hier. Ja, es geht. Warte mal. Go to my position. So, Security, Cry Astro habe ich gesagt, ne? Security Post Career, da. Das heißt, wenn ihr nach Celine fliegt, könnt ihr hier diese Raumstation hier oben anwählen und dann einfach dort euren Crime-Stat wieder loswerden. Gibt's auch schon ein paar Folgen, wo ich das mal gezeigt habe. Das heißt, für alle Einsteiger unter euch, die haben irgendwie Crime-Stat, weil sie falsch gelandet sind oder, weiß ich nicht, einen Unfall gebaut haben, das kriegt ihr ganz leicht wieder los hier. Einfach hinfliegen und dann das Display anklicken. So, also das könnt ihr also auch machen. Ihr könnt eben auch, wie gesagt, ganz normale Quests einfach nur erledigen. Oder, und das empfehle ich, macht einfach alles. Einfach von allem etwas. Gut, Mining braucht halt dann die Prospector als Schiff. Das ist halt so. Aber, ja. Vielleicht habt ihr einen Kumpel, der euch mal eine Prospector ausleiht. Oder, wie gesagt, vielleicht gibt es auch jemanden in den Kommentaren, mit dem ihr euch dann mal kurz schließen könnt. Der sagt, hey, komm, wir locken mal zusammen ein. Ich spawn dir mal meine Prospector. Habt mal Spaß damit. Und dann könnt ihr auch mal eine Runde probieren. Ne? Ein kleiner Hinweis noch, bevor wir jetzt ausmachen. Und zwar ging es um das Thema Schiffe kaufen mit der Alpha 3.3. Ich habe eine Vermutung, wie sie das machen, weil einige haben gefragt, ja, wie ist denn das? Wenn die dann immer wieder die Server resetten, dann ist ja mal eine ganze Kohle weg. So, und wenn das stimmt, was ich letzte Folge eben gesagt habe, mit dem Schiffe kaufen, was die kosten werden, dann brauche ich ja 100.000 Spielstunden teilweise. Und ich weiß, wie sie das lösen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, sie werden es darüber lösen, dass man die Schiffe gar nicht kaufen kann mit 3.3, sondern dass man sie sich ausleiht. Ist nur so eine Vermutung, mal gucken, ob ich recht habe. Weil dann wäre es so, du kannst das Schiff halt nicht kaufen. Wäre ja auch Quatsch, weil du verlierst es ja eh wieder nach ein paar Wochen, weil sie ja dann Patch bringen. Und da wird es halt unglaublich viel Geld brauchen. Stattdessen zahlst du deutlich weniger Geld und hast das Schiff, weiß ich jetzt nicht, eine Woche ausgeliehen zum Beispiel. Oder du kannst es vielleicht auch tagweise ausleihen und danach ist es weg und dann kannst du es wieder neu leihen. Weißt du, das wäre einfach sinnvoller, dieses Schiffe-Kaufen-System erstmal darüber reinzubringen, dass ich sie ausleihen kann. Weil behalten tun wir sie ja so oder so nicht. Die Schiffe sind so oder so auf jeden Fall weg, wenn ein Patch kommt und spätestens zum Release. Insofern glaube ich, dass sie das darüber machen werden. Ihr könnt ja mal auch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich vermute, dass das tatsächlich so kommen wird. Ja, wir schauen mal. So, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Rumfliegen. Und das war jetzt auch die letzte Einsteigerfolge. Das heißt, im nächsten, also morgen, geht es quasi mit den normalen Let's Play weiter. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was Einsteigervideos angeht, schreibt mir das einfach in die Kommentare und ich versuche das dann mit abzudecken, indem ich es einfach im Video entsprechend vorlese und dann darauf antworte oder euch auch so antworte beim Schreiben und so weiter und so fort. Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now you're walking.